Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen und zwar heute natürlich gibt es auch mal wieder ein bisschen League of Legends und zwar Champions Raten, gab es ja jetzt mal wieder ein bisschen nicht, ich habe mir wieder heute komplett 6 absolute Random Champions rausgesucht, das heißt die haben absolut keine zusammenhängenden Geschichten oder irgendwas, was sie teilen. Und deswegen wird es natürlich hier an dieser Stelle auch wieder ein bisschen schwieriger werden. Ich habe mir aber heute auch einfach mal gedacht, dass ihr für euch und für mich auch selbst Punkte geben, kriegen oder werten könnt. Das bedeutet, ich gebe ja pro Champion immer so 4 Tipps mehr oder weniger, wobei der letzte 4. Tipp meistens schon komplett auflösend ist. Und ich habe mir gedacht, wenn ihr diesen Champion beim ersten Tipp erratet, was glaube ich wirklich insane schwierig ist, dann bekommt ihr 4 Punkte. Wenn es beim zweiten Tipp, dann 3, dann beim nächsten Tipp 2 Punkte und beim letzten Tipp, dann bekommt ihr 1 Punkt. Ja, das heißt, ihr müsst natürlich hierbei absolut ehrlich zu euch selbst sein, vor allem auch, wenn ihr sagt, ja, ich gebe jetzt einen Tipp, zum Beispiel dieser Champion besteht aus Feuer und ihr sagt direkt, ja, Brand, dann ist Brand festgelockt. Dann könnt ihr euch beim nächsten Tipp nicht wieder umentscheiden und hier und was und weiß wie was ich sage, ne? Wenn es da, keine Ahnung, Ohren oder was weiß ich, was es ist, ne? Einmal gesagt ist immer gesagt. Das ist auch absolut nur für euch. Ja, es ist jetzt kein krasser Wettbewerb. Ehrlichkeit zählt hier sehr, sehr viel. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit Le Champion Numero 6. Und zwar, rein in der Theorie kann ich schwimmen. Aber in der Praxis dürfte es ziemlich schwer werden. Ich bin so groß wie ein Turm. Und so schwer wie ein... Ja, so ehrlich gesagt fällt mir gerade nichts ein. Aber auf jeden Fall ziemlich schwer, kann man sagen. Also damals, als dieser Champion rauskam, da weiß ich noch im TS, die sind... Ey Tobi, hast du schon den neuen Champ gesehen? Der ist einfach so groß wie ein Turm. Ja, das war ein Zitat. Meine Waffe ist eigentlich keine Waffe, sondern ein Hilfsmittel, mit dem Fahrzeuge Stabilität erlangen. Ich glaube, da gibt es eigentlich echt... Also ich wüsste nicht, ob es noch irgendeinen Champion gibt, der so da in das Schema reinpassen würde. Wenn ihr wisst, dann könnt ihr es gerne sagen. Zwar kann ich auf der Erde vermutlich nicht schwimmen, aber im Weltraum fällt es mir doch ziemlich leicht. Ja, gut. Ihr könnt natürlich gerne zwischendurch, falls euch das zu schnell ist, das würde ich sagen, ist erlaubt, auch mal kurz auf Pause drücken. Solange ihr dann nicht sagt, ja, ich gucke jetzt hier alle Champions in LoL durch, ne, das dürft ihr nicht, das ist verboten. Raus! Ja, hierbei handelt es sich um Nautilus, meine Freunde, ja, er ist ziemlich schwer, also ich weiß gar nicht, seine Blechrüstung, die wird wahrscheinlich 1 Milliarde Kilo wiegen, damit dürft ihr auf jeden Fall nicht schwimmen können, aber rein in der Theorie ist er ja ein Taucher quasi. Er ist halt einfach Big Daddy, er ist wirklich riesengroß, Big Daddy in the Jungle, damals, ja, hat man ihn sehr, sehr gerne gejungelt. Waffe ist halt, ja, ein Anker, ne, Fahrzeuge, auch Schiffe sind Fahrzeuge irgendwie und ja, er hat einen Skin, mit dem man natürlich durchs Weltraum Dingsen fliegen kann. Weiter geht es direkt mit dem nächsten Champion, ne? Und zwar Champion Nummer 5. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, um welchen Champion es sich handelt. Mein Element ist Eis. So irgendwie. Ich kann Eis auf dich schießen. Kritische Verlangsamung. Je länger unterwegs, umso länger nicht mehr unterwegs. Das ist einfach das beste Deutsch. Je länger unterwegs, umso länger nicht mehr unterwegs. Tobi, Eis, das ist bestimmt Lissandra. Tut mir leid, wer jetzt Lissandra gesagt hat. Ihr seid schon mal raus, kann ich euch sagen. Mein Element ist Eis irgendwie. Und zwar handelt es sich nämlich um Ashe. Klar, sie ist jetzt nicht, deswegen habe ich extra das irgendwie dahin gepackt. Sie ist jetzt nicht aus Eis, so wie Lissandra oder so, aber ja, sie ist doch sehr, sehr eisig behaftet quasi mehr oder weniger. Alle ihre Spells drehen sich irgendwie um Eis. Ja, ich kann Eis auf die schießen, das ist die Ultimate, denn tatsächlich, es ist ein Pfeil aus Eis. Ja, die W, ich weiß nicht, ob man die W durchgehen lassen kann. Ich glaube, das sind auch Pfeile aus Eis, so klein, aber mindestens die Ultimate. Kritische Verlangsamung ist tatsächlich ihre Passive, denn... Es heißt Critical Slow auch und je mehr Crit du hast, umso mehr verlangsamst du natürlich. Und je länger natürlich die Ultimate unterwegs ist, umso länger stunt diese, also umso länger bist du auch nicht mehr unterwegs. Ganz einfache Geschichte. Ja, ihr müsst natürlich fortlaufend eure Punkte mitzählen, falls ihr denn irgendwelche erlangt habt. Gehen wir weiter. Champion Nummer 3. Obwohl man es rein theoretisch sehen könnte,
Hat noch niemand mein Gesicht gesehen? Was das wohl bedeuten mag, ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es schon. Die Frage ist, ob ihr es wisst. Ich muss euch hier die ganze Zeit trash-talken, damit ihr euch nicht konzentrieren könnt. Ich werfe ständig meine Waffe und dennoch habe ich sie stets in der Hand. Draußen ist echt gerade richtig räudiges Wetter, aber meinen Blumen geht's wirklich gut. Die Erde ist so toll, die freuen sich wirklich da drin. Bist du schwer verwundet, so treffe ich dich mitten ins Herz. Der letzte Tipp ist, glaube ich, absolut obvious. Also der erklärt wirklich. Ich mache den Felix Baumgartner. Wer Felix Baum, natürlich die Person muss man jetzt dafür kennen. Aber wer diese Person nicht kennt, der sitzt zu lange am PC. Das kann man jetzt erstmal safe sagen. Also das sollte man doch schon mitbekommen haben. Sogar ich, der ziemlich viel am PC sitzt, habe das mitbekommen. Es handelt sich hierbei nämlich um Pantheon. Ja, rein theoretisch könnte man sein Gesicht sehen, denn er hat einen Helm auf, aber keinen Helm, der das ganze Gesicht abdeckt, sondern sein Gesicht wird von vorne immer, ja, schwarz mit roten Augen. Also in der Theorie, wenn du vor ihm stehst, könnte man es sehen, aber ja, es ist halt nie so richtig sichtbar. Ich werfe meine die Waffe, er wirft halt ständig seinen Speer, den hat er trotzdem in der Hand. Ja, trifft mitten ins Herz, es ist eine E, die heißt nämlich Heart Seeker Strike, das heißt Herzsucherstoß oder so Schlag oder sowas. Und der crittet natürlich auch, wenn der Gegner, ich glaube, unter 15% HP hat. Naja, und das wird dann halt ein Crit ins Herz sein. Und den Felix Baumgartner, für die Leute, die ihn nicht kennen, dieser Dude ist, ja, klingt komisch, aber aus dem Weltraum gesprungen. Ja, aus dem Weltraum, sehr, sehr weit oben. Also es war so fast Weltraum quasi, oder es war sogar Weltraum. Ich meine, der hatte halt einen freaking Astro-Anzug an und ist dann auf die Erde gesprungen, wie so ein Pantheon halt. Obwohl ich eigentlich kein Dieb bin, so stehle ich liebend gerne. Hierzu muss ich eine Hilfsnotiz geben. Stehlen kann sich auch auf Runen, Masteries oder alles, was irgendwie Items sich beziehen könnte, beziehen. Ich tilte Tobi aktuell übertrieben hart. Aber nicht nur den. Ich muss sagen, wirklich übertrieben hart. Jeder, der meine Streams sieht, der müsste eigentlich grob schon wissen, um welchen Champion es sich handelt. Alleine meine Ult tauntet den Gegner automatisch. Ich wasche mein Haar mit einer Magic Mighty Super Bubble Care Lotion. Okay, das habe ich mir ausgedacht, aber also es macht ganz dezent Sinn irgendwie. Denn bei diesem Champion handelt es sich um Zoe. Ja, ich habe euch ein bisschen gebaitet in dem Sinne, dass ich euch vielleicht auf die Spur von Kleptomanie und vielleicht Ezreal gebracht habe, weiß ich nicht. Ich habe zwar gesagt, es könnte sich um Rune Masters handeln, aber könnte, muss nicht, ja. Das mit dem Stehlen ist nämlich ihre W, das ist Zauberdieb, sie stiehlt ja die Summoners von anderen Leuten und natürlich auch von Minions. Und tilten tut die Frau mich unglaublich hart, also Zoe ist gerade super stark, wenn ihr sie ein bisschen OTPt und bam, die geht gar nicht. Ich hasse Zoe wirklich hart. Ja, die Ultimate tauntet wirklich, weil ich meine, ihr kennt es ja, sie springt euch an und streckt dann direkt ihre Zunge raus. Und der letzte Tipp, eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass sie halt so wuschelige, flockige Haare hat, die wahrscheinlich Wunsch einer jeden Frau, ne, solche tollen, wirbeligen, fluseligen Haare zu haben. Und dann dachte ich mir aber, okay, Bubble ist ja, sie hat ja eine Bubble, dann packen wir das irgendwie mit rein, vielleicht kombiniert man das. Ich weiß nicht, ob jemand durch Bubble auf ihre Bubble gekommen ist, aber selbst wenn nicht, dann nicht. Ja, ich hoffe, ihr habt eure Punkte noch gut im Blick, ja, ansonsten rechts nehmt euch einen Bingo-Zettel aufschlagen und notieren. Der zweitletzte Champion, also der fünfte, kommt nun. Tipp Nummer 1 ist ein bisschen weird. Eigentlich war der Tipp, zwei Waffen sind besser als eine. Oder als Steine, wobei jede Waffe ist besser als Steine. Oder, naja, außer es ist keine. Auf jeden Fall, zwei Waffen sind besser als eine, war der eigentliche Tipp, weil ich dachte, dieser Champion hätte zwei Waffen. Aber dieser Champion hat tatsächlich nur eine Waffe. Das heißt, der Tipp ist, bringt euch nicht viel, aber eine Waffe ist besser als keine. Oder eben halt als Steine. Ich meine, alles ist besser als Steine. Also nicht alles, außer keine. Keine ist immer noch besser als Steine. Nee, Steine. Ja, ist egal. Ja, wer mir folgt, wird gestunt. Mal ziehe ich dich und mal flinge ich dich über die Schulter. Das X markiert den Tod. Das letzte Zitat, irgendwo gibt es, ich weiß nicht woher, ihr müsst das unbedingt schreiben, ich versuche mich dran zu erinnern. Irgendwo, ich glaube, es gibt in irgendeinem Spiel eine Mission oder irgendwo, da steht auch, das X, oder es gibt in vielen, ich weiß es nicht.
Das X markiert den Weg, den Tod, den Kill, den das Gold irgendwo. Ich meine, das ist natürlich auch so eine... Egal. Ich glaube aus Halo. Boah, ich habe aber keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall handelt es sich hier um Pike, Leute. Ich dachte wirklich, der wären zwei Hände, so Assassin-mäßig zwei Waffen. Er hat tatsächlich wirklich nur eine Waffe. Ja, wer mir folgt, das ist die E, ne, der Dash weg, wird gesandt. Flingen ist natürlich, wenn der Gegner nah dran ist, dann wirft er ihn über die Schulter mit der Q, ansonsten zieht er ihn ran. Und das X markiert den Tod, ne, ist ja sein Skillshot, seine Ultimate. Wer da drin ist, ist meistens RIP. Und damit kommen wir zum allerletzten Champion und da habe ich mir noch mal ein bisschen, ja, gucken wir mal, wie er drauf kommt. Ich verwende Gift, aber es ist nicht tödlich und schadet niemanden direkt. Also Gift schadet immer irgendwie, aber nicht im Sinne von, dass es HP abzieht. Auch er verwendet Gift. Aber auch dieses Gift ist nicht tödlich, er selbst aber schon. Ich bin hier, aber auch gleichzeitig dort und auf einmal bin ich dann da drüben. Kehre mir nicht den Rücken zu. Das war der allerletzte Tipp. Ich gebe euch noch mal ganz kurz Zeit, während ich euch weiter nerve. Ich habe gerade Cornflakes gegessen, Kaffee getrunken. Ja. Auf jeden Fall handelt es sich hier um Shaco, meine Freunde. Shaco, ja, ne, das Ding ist, seine E ist To Shift Poison. Ja, es ist wirklich, er vergiftet seine Waffe, die macht keinen Schaden, aber sie slowt den Gegner. Und auch der Klon hat dieses Gift und das Gift ist auch nicht tödlich, aber der Klon halt selber schon. Ne? Ansonsten kann er natürlich durch die Gegend springen und er hat Backstep, das heißt, man sollte ihn nicht dem Rücken zukehren. Ihr könnt mir jetzt absolut gerne droppen, ob ihr, wie viele Punkte ihr gehabt habt. Seid bitte ehrlich, ja, wenn ihr sagt, ihr habt bei jedem den nach dem ersten Tipp schon erraten, das glaubt euch ja keiner, dann werdet ihr euch nur als Dummkopf abstempeln. Ansonsten habe ich mal überlegt, ob wir vielleicht mal wieder so ein bisschen malen, das heißt, ob ich mal den einen oder anderen Champion male oder ob ich eine komplette Episode male oder ob es noch andere Möglichkeiten zum Raten gibt. Da können wir ja mal überlegen, vielleicht habt ihr auch noch coole Ideen. Ich wünsche euch was, haut rein, auf Wiedersehen, meine Freunde, und Tschüssikowski.